Frankfurt ist offen für das letzte Länderspiel des Jahres. Trotz feuchtkühlen Wetters ist das Cabrio-Dach nicht geschlossen. Und nach über 30.000 Zuschauern allein beim öffentlichen Training am Sonntag meldet die Arena heute ausverkauftes Haus. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem ganz wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Zumindest dürfen wir nach dieser Partie eindeutig auf das Finale der Europameisterschaft 2008 in Wien hoffen. Denn so war es eigentlich bisher immer. Wenn Deutschland in Qualifikationsturnieren vor den großen Turnieren gegen Wales gespielt hat, dann gab es am Ende eigentlich immer das Finale. So war das 1980, 92 und 96 bei den Fußball-Europameisterschaften. Und so war das auch 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien. Dementsprechend steht fest, die Waliser, das sind unsere absoluten Glücksbringer. Und es sind nicht die einzigen. Das pure Glück steht natürlich wieder neben mir. Guten Abend, Günter Netzer. Sehr freundlich. Guten Abend. Zum Glück brauchte die deutsche Mannschaft in dieser EM-Qualifikation gar kein Glück, sondern dass das alles schnurgerade hat, das geklappt. Trotzdem stellt man sich so am Ende des Jahres schon die Frage, hat es eine Weiterentwicklung gegeben? Ist die Mannschaft stabiler als bei der Weltmeisterschaft? In jedem Fall hat es eine Weiterentwicklung gegeben. Die Mannschaft ist stabil. Jürgen Löw hat ihnen eine Identität gegeben, hat ihnen eine Handschrift gegeben. Sie verinnerlicht eine Spielweise, die internationalen Maßstäben entsprechend ist. Ergebnisse waren ebenfalls da. Also die Mannschaft hat sich in jedem Fall weiterentwickelt, weil auch die Basis weiterentwickelt wurde. Es sind mehr erstklassige Spieler zur Verfügung als noch bei der Weltmeisterschaft. Und wenn Sie die Basis ansprechen, glauben Sie, wir kennen schon alle Spieler, die bei der EM dabei sind, oder können wir uns noch auf die eine oder andere Überraschung einstellen? Ja, Sie kennen die nicht, das ist ganz klar, diese Spieler. Aber ich kenne sie schon und es wird sich nicht wesentlich erweitern in das, was wir in den letzten 10, 12, 15 Monaten gesehen haben. Dafür gibt es ja zum Glück Aufstellungen und dann kenne ich sie zumindest mit dem Namen nachher auch. Unstrittig ist aber, und da sind wir uns alle einig, dass die deutsche Mannschaft mit der Weltmeisterschaft und der EM-Qualifikation einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es gibt eigentlich in den Analysteneinschätzungen nur noch Detailfragen. Ansonsten ist alles wunderbar. Und Bernd Schmelzer hat festgestellt, dass gerade hier in der Bankenmetropole Frankfurt die DFB-Aktie ganz hoch im Kurs steht. Also bis zum Sommer 2006 war das nicht Fisch und nicht Fleisch, die Aktie. Die Anleger waren misstrauisch, weil die Aktie selbst sehr volatil, also schwankungsanfällig war. Aber dann, aus der Tiefe des Raumes, plötzlich ab Sommer 2006, schoss die Aktie in die Höhe mit der Konsequenz, dass es auch Rückschläge gibt, wie jetzt 0,3, Tschechien und so weiter. Völlig normal. Aber die Anleger haben plötzlich Vertrauen in das Team und ins Management, Löw, und sagen, das ist eine Aktie mit Zukunft. Er hat Deutschland also auf Kurs gebracht. Joachim Löw steht für ein stetig steigendes Stimmungsbarometer. Schnelle EM-Qualifikation, viele Tore, offensiver Fußball. Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Stabilität. Die Anleger sind begeistert. Meine Aktionäre sind die Fans des deutschen Fußballs und ich stelle dort eine hohe Zufriedenheit fest. Das kann man ganz klar sagen. Auf dem Parkett ist er der Überflieger des Jahres. Die Renditeziele wurden weiter angehoben. 2008 soll es zur großen Ausschüttung kommen. Von Turbulenzen keine Spur. Oder anders gesagt, läuft doch. Ich glaube, dass im Fußball es wichtig ist, dass man einfach auch, sagen wir mal, eine Kontinuität erreicht und, sagen wir mal, konzeptionell arbeitet. Dann kann man immer irgendwo auch eine Aktie kaufen, weil letztendlich manchmal ist nicht kurzfristig, aber manchmal steigt eben eine Aktie auch langfristig. Bestes Beispiel, von vielen lange als Nebenwert gehandelt und jetzt auf einmal in einem satten Plus. Die Spekulation mit Lukas Podolski ging zuletzt voll auf. Urplötzlich auf den neuen linken Markt beordert und schon boomt er als der Gewinner der Woche. Immer kaufen, dazu kaufen. Die Analysten sind sich einig. Für die DFB-Aktie ist noch viel drin im Markt. Nach dem Spiel heute gegen Wales könnte es für morgen noch mal eine kleine Rallye geben. Man ist sehr bullisch, also optimistisch eingestellt und vor allen Dingen für das nächste Jahr. Die Aktie ist eine Substanzaktie mittlerweile. Sie hat sehr viel Wachstumspotenzial, 30-40% schätzt man. Und wenn dann der Titel im nächsten Jahr kommen sollte, dann geht's ab durch die Decke mit dem Kurs. Also Bullen oder Bären, die Frage stellt sich nicht bei der deutschen Nationalmannschaft momentan. Lukas Podolski hat Kurspflege betrieben, muss man ganz eindeutig sagen. Hat er verstanden oder würden Sie sagen, das ist auch eine bessere Position im linken Mittelfeld? Die liegt ihm mehr. Ist jedenfalls eine Position, die er bekleiden kann. Das fand ich nun wirklich einen sehr gelungenen Test von Löw. Einen wichtigen Spieler Podolski da auszuprobieren.
gegen einen Gegner auszuprobieren, muss man sagen, der es verdient, dass man es ausprobiert, weil das kann man sich erlauben. Rein taktisch ist es natürlich schwierig, gegen stärkere Gegner da auf die Defensivkraft des Podolski verzichten zu müssen. Aber das ist eine sehr gelungene Aktion gewesen. Er verdient seine Aufstellung für den heutigen Tag. Er hat so gut gespielt wie seit langer Zeit nicht. Und es ist eine Variante, es ist eine Formation, die man bei gewissen Spielen wie Gegnern Zypern oder Wales hier auch absolut gebrauchen kann. Also Ottmar Hitzfeld hat darauf reagiert, hat gesagt, also er sieht Podolski eigentlich immer noch als Stürmer. Und damit merkt man schon, da ist natürlich schon ein bisschen, zumindest unterschiedliche Ansichtsweise zwischen Verein und zwischen der Nationalmannschaft. Ja, natürlich, das ist also klar. Die Ansprüche im Verein müssen andere sein, als in der Nationalmannschaft sie sind. Ottmar Hitzfeld hat ein Sammelsurium, Anführungszeichen, von derartig guten Spielern, die ihre Positionen bekleiden und die auch schon funktioniert haben. Wenn ich einen Ribéry sehe, auf Schweinsteiger verzichte ich auch nicht sehr, sehr gerne, dann ist das mehr als normal, dass er sagt, das ist ein Test gegen Zypern gewesen, kann für mich im Augenblick als Verein noch nicht entscheidend sein. Aber es ist auch ein gewisser Anschauungsunterricht gewesen, eine Präsentation von Podolski, der sich da in Erinnerung gebracht hat, auch für den Verein. Das ist ja nur so ein kleines Mosaiksteinchen, was sich da gerade so ein bisschen aufgebaut hat zwischen der Bundesliga und der Nationalmannschaft. Und Rudi Völler, sag ich mal so, hat es freilich ordentlich rauslaufen lassen. Warum muss es diesen Streit geben? Erinnert mich ein bisschen an die EM 2000 mit Erich Ribbeck, als der auch so ziemlich ein bisschen allein stand. Tun die jetzt noch nicht, aber könnte das passieren? Glaube ich nicht. Nun, die Person Oliver Bierhoff strahlt so eine gewisse Erhabenheit aus, die man, je nachdem, wie man ihm gegenübersteht, auch als Arroganz und Überheblichkeit auslegen kann. Er hat allerdings nicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt, dass die Nationalmannschaft alles richtig macht und ihr Vereine lernt gefälligst von uns, damit wir allgemein weiterkommen. Das wäre der falsche Ansatz. Gestandene Leute, die in der Bundesliga ihre Erfolge gehabt haben, wie Hoeneß und wie natürlich Rudi Völler, die reagieren empfindlich darüber, weil sie ihre Sorgen und Nöte Tag für Tag kennen. Es muss ausgesprochen werden, es muss an einen Tisch, da wird es diese Dinge nicht mehr geben. Ich sehe das nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas. Und wie Oliver Bierhoff reagiert, der ja sehr persönlich auch attackiert worden ist, muss man allerdings sagen, das erfahren wir jetzt. Er ist bei Monika Liaus am Mikrofon. Oliver, das war schon sehr heftig und teilweise sehr persönlich, was Ihnen da um die Ohren geflogen ist an Kritik in den vergangenen Tagen. Wie sehr hat Sie das überrascht und inwieweit hat Sie das auch persönlich getroffen? Ich war überrascht sicherlich ein bisschen, weil wenn man die Interviews gesehen hat, habe ich in keinster Weise irgendwie auch die Arbeit der Vereine kritisiert, sondern nur über unsere Arbeit gesprochen. Aber getroffen hat mich das jetzt nicht und ich meine, wir werden da auch wieder zusammenkommen. Es ist ja wichtig, dass Liga und der DFB zusammen den deutschen Fußball nach vorne bringen. Und es ist immer so, wenn es persönlich wird, ist es schlecht. Wenn es jetzt mal so ein bisschen runtergeht, dann kann man wieder sachlich diskutieren und dann werden wir auch die Mittel finden, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, über diese unsachliche Kritik brauchen wir uns auch nicht weiter unterhalten. Aber es bleibt ja der Eindruck, dass einige Vertreter der Liga es immer ein bisschen als Besserwisserei und als Einmischung empfinden, wenn sie Beiträge leisten. Inwieweit erklären Sie sich das? Wie können Sie sich das erklären? Na, Günter Netz hat ja schön von Erhabenheit gesprochen. Vielen Dank, aber so ist es gar nicht gemeint. Ich meine, vorher war es Jürgen Klinsmann bis zum Jahre 2006, der dort immer im Kreuzfeuer stand. Ich glaube einfach, es wird natürlich auch von den Medien gerne genutzt. Dieser Konflikt ist überhaupt nicht da. Ich habe mit Uli Hoeneß gestern telefoniert, mit Klaus Allofs und da ist eigentlich wirklich auch der Wille da, gemeinsam weiterzuarbeiten. Ich glaub, aber Interesse gibt es ja doch wenig. Es hat sich keiner nach dem Konzept beispielsweise mal aktiv erkundigt, oder? Ja, die haben ja selber auch ihre eigenen Konzepte und beschäftigen sich damit. Und das ist auch schwer vergleichbar, Nationalmannschaft mit den Vereinen. Aber mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also freuen wir uns, dass heute wieder der Ball rollt. Vielen herzlichen Dank, Oliver Bierhoff. Gerhard, bitte. Ja, vielen Dank, aber das hört sich schon nach friedlicheren Tönen an, also so ähnlich wie Bahn und Gewerkschaft, muss man sagen. Und die kommen hoffentlich zusammen, kann nur gut sein für den deutschen Fußball. Und ich glaube, es ist wichtig für die Nationalmannschaft, dass sich das da nicht aufreibt. Ja, selbstverständlich. Die Nationalmannschaft braucht ein intaktes Verhältnis zur Liga. Da kommen die Spieler her. Der Verein muss sie mit gutem Gewissen abstellen können, muss wissen, dass sie gut aufgehoben sind in der Nationalmannschaft. Und das geht nur mit einem vernünftigen Miteinander, wie es in der Vergangenheit eigentlich auch war. Und die Spieler fühlen sich gut aufgehoben und die Nationalmannschaft geht ab und zu schon ihren eigenen Weg. Rein vom Outfit her hat man das schon gesehen im letzten Spiel. Ganz neu in Mode jetzt die langen Beinkleider, sodass da gar nicht mehr viel
durchblickt. Also es ist schon fast die Winterkluft mit den langen Hosen. Und uns ist das deswegen aufgefallen, weil Günther Netzer, wir sie natürlich mit ganz anderen Hosen kennen. Auch das haben wir noch mal rausgefunden aus dem Jahre 1973. Sieht nicht so aus, als hätten Sie so richtig wohlgefühlt darin. Schauen Sie, wie intensiv ich mich da warm mache. Das ist doch vorbildlich. Ja, man merkt auf jeden Fall, Sie können alles tragen, aber Sie hätten nicht so sehr gefroren, wenn Sie ein bisschen warm gemacht hätten. Schauen Sie mal diese Bedingungen, furchtbar. Gut, und die Reibung war auch nicht so groß, also man konnte dann auch besser laufen. Jedenfalls, jetzt sind die Spieler gerade in der Kabine, warten darauf, dass es gleich losgeht. Und in der Kabine, da ist es natürlich schön kuschelig. So, bin ich auch gut rasiert? Sehr gut. Bei einem Länderspiel ist das das Allerwichtigste. Mensch, hoffentlich habe ich heute auch wieder so einen Dusel wie mit dem Lukas gegen Zypern. Irgendwer muss ja auf links spielen, ja? Und bei so vielen Verletzten hätte ich ja sonst unseren Busfahrer aufstellen müssen. Ja, so. Und jetzt siege mir gegen Wales. Aber mit höchster Disziplin. Oh, man. Lukas. Ich bräuchte mal Klopapier, ne? Ja, ist aber auch höchste Zeit. Danke. Gleich ist am Pfiff, ja? Trainer, mit wem hast du da gerade geredet, hä? Den kennst du nicht. Aber die Taktik gegen Wales ist klar, ja? Ich schieße einfach wieder rein, okay? Ganz genau, Lukas. Unterhaltsamer Comic im Internet. Die Spieler finden den sehr lustig. Und ich glaube, Sie haben als humorvoller Mensch natürlich das System von Joachim Löw auch verstanden. Ja, sowieso. Ja, das habe ich mir gedacht. Trotzdem muss man zu dem System auch sagen, das hat System, dass es immer eine Veränderung gibt. Aus gutem Grund, Reinhold Beckmann. Ja, Veränderung gehört irgendwie zum Programm von Jogi Löw. Er musste immer improvisieren in diesem Jahr. Damit auch herzlich willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Und tut dies auch heute. Wir schauen uns mal die Aufstellung der deutschen Mannschaft von heute an. Da gibt es zwei kleine Veränderungen zum Spiel am Samstag gegen Zypern. Hier ist die Aufstellung. Voller Länge, musikalisch, aber erst recht sprachlich eine echte Herausforderung für den Chor. Land unserer Väter, die walisische Hymne. Sitzberger. Podolski, gute Schussposition. Die neue Stellenbeschreibung. Lukas Podolski hinter den beiden Spitzen. Im linken offensiven Mittelfeld. Gut angespielt von Hitzelsberger.
erste gute Offensivaktion der deutschen Mannschaft. 10. Spielminute. Joachim Löw hatte sich das letzte EM-Qualifikationsspiel wohl etwas anders vorgestellt. Die deutsche Elf bemüht gegen defensiv starke Waliser, aber nicht so effektiv wie gegen Zypern. Tim Borowski mit dem einzigen Aufreger in der ersten Viertelstunde. Torwart Hennessy im Glück, dass der Abpraller vom Pfosten nicht im Tor landete. Tim Borowski, der für Trochowski diesmal hinter den Spitzen agierte. Dann Eckstoß Thomas Hitzelsberger und Lukas Podolski. Der Bayern-Stürmer spielte wieder auf der linken Seite, aber nicht mit so viel Elan wie im Zypern-Spiel. Wenn überhaupt etwas lief, dann über links, über den laufstarken Philipp Lahm. Lahm und Mario Gomez, der wieder zusammen mit Miroslav Klose das Sturmduo bildete. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig. Wieder Philipp Lahm, diesmal der Abnehmer Miroslav Klose. Die einzige auffällige Aktion vom Ersatzkapitän. Dann Freistoß, bereits in der Schlussphase. Wieder Lukas Podolski, wieder gescheitert. Auch der eingewechselte Simon Rolfes konnte den Weg ins Tor nicht finden. Sein Schuss bereits in der Nachspielzeit. 0:0 gegen Wales im ausverkauften Frankfurter Stadion. Damit ist Deutschland Zweiter in der Qualifikationsgruppe hinter Tschechien. Der Dank an die Fans für die tolle Unterstützung während der erfolgreichen Qualifikation und die Vorfreude auf die Euro 2008.